Unter die logischen Identitäten fallen eine ganze Reihe von Gesetzen, die ich hier einfach mal eben so über den Bildschirm laufen lasse. Nun, diese Gesetze sind alle eine Grundlage, bilden alle eine Grundlage für viele weitere Arbeiten in Zusammenhang mit aussagenlogischen Formen. Insbesondere geht es später darum, dass man diese logischen Identitäten gerne dafür einsetzt, um sehr lange, sehr komplizierte Formeln zu verkürzen, also viel einfacher zu machen, mit weniger Aussagen und weniger Verknüpfungen darzustellen. Das werden wir später in einem separaten Beispiel auch noch sehen können. Gehen wir diese Gesetze einmal in aller Schnelle durch. Das Assoziativgesetz sagt, dass es egal ist, wie die Klammern gesetzt sind, wenn die Verknüpfungen, die wir hier haben, identisch sind. Wir haben es also hier auf dieser linken Seite nur mit der Disjunktion zu tun, also mit der Oder-Verknüpfung. Da macht es also keinen Unterschied, ob die Klammern vorne oder ob die Klammern hinten gesetzt werden. Dasselbe sieht man auf der rechten Seite, wo wir es zu tun haben mit der Konjunktion, auch da macht es keinen Unterschied, ob die Klammern auf der linken oder auf der rechten Seite gesetzt sind. Beachte man immer, dass hier diese Verknüpfung überall identisch ist. Das Kommutativgesetz sagt, dass es egal ist, in welcher Reihenfolge die beiden Aussagen stehen, A oder B, ist logisch äquivalent zu B oder A. Dasselbe gilt auch bei der Konjunktion A und B ist logisch äquivalent zu B und A. Bei den Distributivgesetzen muss man nun darauf achten, dass wir vor der Klammer eine Disjunktion und in der Klammer eine Konjunktion stehen haben. Nun, diese Äquivalenz erinnert ein klein wenig an das Ausmultiplizieren, was Sie vielleicht noch kennen. Aus ein Faktor vor der Klammer wird in die Summe in der Klammer hinein multipliziert. Es ist ein wenig ähnlich und wenn man das verstanden hat, wird man auch dieses hier sehr schnell begreifen können. Denn wir haben hier die logische Äquivalenz zu A oder B in Klammern und A oder C in Klammern. Achte man immer darauf, das Oder steht hier vor der Klammer, hier steht es in den beiden Klammern und das Und steht hier in der Klammer und da auf der rechten Seite dann zwischen den beiden Klammern. Dasselbe verläuft analog auf der anderen Seite. Auch hier achte man wieder drauf, das was vor der Klammer steht, steht nachher in den Klammern jeweils drin und das was in der Klammer steht, steht nachher zwischen den beiden Klammern. Die Absorptionsgesetze machen schon gleich einen sehr guten Eindruck, denn es fällt sofort ins Auge, dass der linke Teil sehr viel länger ist als der rechte Teil. Hier hat man also wirklich die Möglichkeit, einen eventuell recht langen Term deutlich zu verkürzen in eine deutlich kürzere Aussage. Und man achte auch hier wieder darauf, wo welches Zeichen steht. Also vor der Klammer steht ein anderes Zeichen als in der Klammer, die Verknüpfung entweder Disjunktion bzw. Konjunktion. Die Idempotenzgesetze besagen, dass etwas, was doppelt vorkommt und in diesem Fall hier durch ein logisches Und verknüpft ist, nur einmal vorkommen braucht. Und dasselbe gilt auch für die Oder-Verknüpfung. Etwas, was doppelt mit Oder verknüpft vorkommt, reicht auch, wenn es einmal vorkommt. Das ist sicherlich etwas salopp formuliert, bringt es aber auf den Punkt. Die Gesetze vom ausgeschlossenen Dritten sagen aus, dass wenn etwas vorkommt und gleichzeitig nicht vorkommt, dass das nicht sein kann. Und sie sagen auch aus, wenn etwas vorkommt oder es kommt nicht vor, dann ist das immer wahr. Man beachte also, hier steht die 0 als Synonym für falsch und hier steht die 1 als Synonym für wahr. Die de Morganschen Regeln zeigen, was passiert, wenn man eine Negation vor einer Klammer hat und die Klammer dann auflöst. Dann setzt sich nämlich die Negation vor die beiden Aussagen und das zweite Wichtige, was man beachten soll, aus dem logischen Und wird hier ein logisches Oder. Das Ganze ist auf der anderen Seite umgekehrt. Ich habe hier die Negation vor der Klammer, auch hier wieder auf beide Aussagen wirkt es sich aus und aus dem logischen Oder wird hier ein logisches Und, also die Konjunktion. Und zum Schluss finden wir noch einige äquivalente Darstellungen zur Implikation und auch zur Äquivalenz. Da haben wir hier
A impliziert B, also wenn A, dann B. Das lässt sich ebenfalls darstellen als nicht A oder B. Das lässt sich auch genauso darstellen als nicht B, daraus folgt nicht A. Für die Äquivalenz haben wir hier eine Darstellungsmöglichkeit als nicht A oder B in Klammern und verknüpft mit in Klammern A oder nicht B. Genauso lässt sich die Äquivalenz darstellen mit Hilfe von zwei Implikationen, die unverknüpft sind. Und wenn wir genau hinschauen, diese beiden Integrationen, die stellen sich hier ja wieder dar als die Darstellung in Form einer Disjunktion. Also alles, was wir hier sehen, lässt sich logisch nachvollziehen.